Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mr. Beam Tutorial. Heute erklären wir, wie man eine Bilddatei für Mr. Beam aufbereitet und was es dabei zu beachten gibt. Wir schauen uns den Unterschied zwischen gesetzter Kontur und Fläche an, sowie Linie, Text und Color Handling für Mr. Beam. Anschließend exportieren wir das fertige Design, sodass wir es an die Mr. Beam Software schicken können. Wir werden heute gemeinsam einen Untersetzer aus Filz lasern. Dafür erstellen wir erstmal eine Datei mit einem Vektorbearbeitungsprogramm, zum Beispiel in Illustrator oder Inkscape. Für eilige, die fertige Dateivorlage für den Untersetzer gibt es auch unter dem Link in der Videobeschreibung. Folgendes sollten wir erstmal im Kopf behalten. Eine Rastergrafik, wie zum Beispiel eine JPEG-Datei, wird vom Laser automatisch graviert. Möchten wir aber etwas entlang einer Linie schneiden lassen, müssen wir eine Vektordatei hochladen. Folgende Formate werden von Mr. Beam Software erkannt. Für Rastergrafik nehmen wir am besten JPEG, GIF, PNG oder BMP. Für Vektorgrafik eignen sich SVG und DXF. Legen wir nun unsere erste Datei an. Öffne ein Vektorbearbeitungsprogramm deiner Wahl und klicke im Menü auf Datei, Neu und erstelle eine Datei in der Größe 13 x 13 cm. Jetzt zeichnen wir einen Kreis mit einem Durchmesser von 11 cm. Als nächstes können wir uns ein Bild und Schriftzug aussuchen, die später auf dem Untersetzer graviert werden. Ich möchte in meinem Design eine Krake haben. Die SVG-Datei hierzu findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich nehme zusätzlich noch die Brille und den Schnurrbart von Mr. Beam. Und ich schreibe mit dem Textwerkzeug einen Namen darunter, das kann beliebiger Text sein. In unserer Datei haben wir vier Elemente: den runden Umriss, die Krake, das Logo und den Text. Den Rand möchten wir schneiden, alles andere aber nur gravieren. Jetzt müssen wir kontrollieren, ob alle Objekte, die geschnitten werden sollen, lediglich eine Kontur, jedoch keine gesetzte Fläche haben. Das sehen wir beim Anklicken einzelner Elemente unter Eigenschaften, Aussehen. Wir wählen den Umriss aus und überprüfen, ob nur die Kontur gefüllt ist. Was aber, wenn wir eine Kontur gravieren möchten und nicht schneiden, wie im Fall der Krake? Um zu überprüfen, ob sie später tatsächlich beim Lasern so erkannt wird, klicken wir auf das Objekt und schauen, ob die Form gesetzt ist, jedoch nicht die Kontur. Sollte es nicht der Fall sein, klicken wir im Menü auf Objekt, Pfad, Konturlinie. Jetzt soll die Krake beim Anklicken als gesetzte Fläche erscheinen und nicht mehr als gesetzte Kontur. Wäre unsere Krake komplett schwarz, könnten wir annehmen, sie würde nur aus einer gesetzten Fläche bestehen und wäre später genau so in das Material graviert. Mr. Beam kann aber aus einer Datei auslesen, ob das Objekt neben der gesetzten Fläche auch eine Kontur hat und würde diese dann aber schneiden. Wir empfehlen daher für das eigene Verständnis, die Konturen, die geschnitten werden sollen, in einer anderen Farbe, wie zum Beispiel in Rot, anzulegen und die Objekte, die graviert werden sollen, in Schwarz. So bewahrt man einen besseren Überblick über die einzelnen Gravier- und Schneidejobs. Das Tolle an der Mr. Beam Software ist, dass sie automatisch die unterschiedlichen Farben innerhalb einer Datei erkennt, die man auch separaten Gravier- und Schneidejobs zuordnen kann. Im Gegensatz zu den meisten gängigen Lasercuttern, bei denen alle Schnittlinien haardünn sein müssen, ist das Geniale am Mr. Beam, dass die Linien keine bestimmte Stärke haben müssen, um geschnitten zu werden. Die einzige Anforderung für Schneiden ist eine gesetzte Kontur, die im Vektorformat vorliegt. Unabhängig von der Linienstärke in der Datei wird immer eine gleich dünne Linie geschnitten, auch wenn sie in der Vorlage breit erscheint. Denn der Laser kann ohnehin immer nur in einer Strahlstärke schneiden. Wie steht es aber mit Text? Jeden Text sollten wir erstmal in Pfad umwandeln. Hierzu klicken wir mit rechter Maustaste auf den Text und wählen im Menü in Pfade umwandeln aus. Nun gehen wir wie mit jedem anderen Objekt vor.
Wollen wir den Text schneiden? So muss die Kontur gefüllt sein. Wollen wir ihn gravieren? Klicken wir wieder auf Objekt, Pfad, Konturlinie und bekommen so eine gefüllte Fläche. Wenn du mit deinem Design zufrieden bist, können wir nun die Datei exportieren. Im Menü klicken wir auf Datei, Speichern unter, wählen unter Format SVG, tippen einen Namen ein und klicken auf OK. Hätten wir an dieser Stelle nur ein Bild zum Gravieren, würden wir es jetzt zum Beispiel als JPEG oder PNG abspeichern. Und schon sind wir mit dem Wunschdesign fertig. Im nächsten Video zeigen wir, wie du deine Bilddatei in die Mr. Beam Software importierst, den Laserjob vorbereitest und erfolgreich an den Laser schickst. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert unseren Kanal, um keine Neuerscheinungen zu verpassen, und klickt auf Like unter dem Video.